Hallo ihr Lieben, seitdem ich diesen Garten übernommen habe und diese Terrasse geplant habe, war es ja immer mein Wunsch, irgendwann eine eigene Bar zu haben. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben die Bar gebaut und wie wir das gemacht haben, das zeige ich euch jetzt. So sieht die Fläche vorher aus. Haben wir ja extra was freigelassen. Und hier kommen dann jetzt die Europaletten hin. Und da kommt auch schon die erste. Yay! Aufregend, wa? Eine braun gestrichene Europalette. Ja. Sehr gut. Ich habe Essen mitgebracht. Oh, endlich was zu essen. Wir arbeiten hier. Ja, besser ist das. Sex on the Beach. Bald. Pina Colada. Wie ging das Lied? Weiß ich nicht. Nein. Sex on the Beach. Ich habe das Gefühl, ich muss das eigentlich gar nicht mehr festhalten. Och. So, jetzt kommen die Bretter also oben drauf, ja? Ja. Ja. Jetzt erkennt man ja langsam, was es wird. Eine Beachbar. Wo ist denn der Beach? Der Beach ist hier drüben, guck. Da ist der Beach. Hier ist der Beach und Bar. Bar Beach. Beach Bar. Beach Bar. Cuba, Cuba, Cuba Libre. Oh, Cuba, Cuba, Cuba Libre. Oh. Pina Colada. Mein Freund, komm mal her. Hier gibt es keinen Tim. Doch, der steht hinter mir. Das ist der Assistier-Tim. Ja. Hast du mal bitte eine Kiste? Ja, unter Tim. Unter Tim. Tim, du wolltest assistieren. Bitte schön. Ich soll jetzt hier hin. Ja? Dann kommt jetzt der nächste Balken drauf. Müssen wir noch kürzen, oder? Nein. Sind schon. Tim kann ohne Probleme oben streichen hier. Mit, sogar mit dem Mund. Mit dem Mund. Ich hab die da zugemacht. Und warum? Damit die schlecht liegen. Ja. Ultra leicht schrauben. Willst du, soll ich? Ich mach mal hier. Ja, mal hier. Mal ein bisschen schrauben. Ich hab auch ja. Man merkt's. Kann ich verlieren. Wir halten weiter. Oh, ja. Wir halten zusammen. Corona-Times, wir halten zusammen. Wir dürfen uns aber nicht berühren. Nee, aber haben wir Abstand.
Jo. In die Busch. Kann mal jemand da hinten das Richtscheit wegnehmen? Tim, kannst du bitte mal das Richtscheit dahinter wegnehmen? Ne, das ist doch schön. Hallo, ich hätte gerne einen Cuba Libre. So weit ist es noch nicht? Ja, immer noch nicht. Immer noch nicht. Was machst du? Du musst ein bisschen kommentieren hier, was? Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass jetzt die Fliesen drauf kommen. Im Zoo? Wieso wird im Zoo was kommentiert? Ja, jede Fütterung. Jede Fütterung. Und hier sehen Sie die Fütterung der Seelöwen. Das ist doch russisch hier. Ja, warum denn? Doch. Soll ich den Schneebesen bringen? Super aus. Ah, jetzt wird das Ding da dazwischen geschoben, oder wie? Verstehe. Nee, ich helfe. Ich muss hier halten. Vorbei. Darf ich loslassen? Ja. Ich habe am meisten gemacht. Wo machst du es denn nicht gleich ganz alleine, wenn du am meisten gemacht hast? Damit der Papa das auch mal ein bisschen üben. Okay, dann bist du nett zu mir. Ich kann das ja schon. So, wann gibt es die ersten Getränke? Na, abgesehen vom Bier? Wir haben doch schon was zu trinken. Naja, Cocktails. Arbeiter trinken Bier. Und Ladies trinken Cocktails. Muss ich aber erstmal umziehen. Also sieht ja so aus, als wärst du jetzt gleich fertig, oder? Ja, machst du gut. Ist eingestellt. Aber sieht doch schick aus. Ja. Ist das jetzt schon trocken? Schön. Sieht richtig gut aus. Müssen wir nur noch dekorieren. Siempre baila, baila y...
Endlich habe ich meine Bar. Ich hoffe, sie gefällt euch genauso gut wie mir. Ich liebe sie auf jeden Fall sehr, vor allem abends, wenn dann die ganzen Lichter vorne an sind und auch die einzelnen Flaschen leuchten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben dafür. Lasst gerne einen Kommentar da, falls ihr noch Anmerkungen oder ähnliches habt. Und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin!